Willkommen zurück, liebe Leute, Super Mario Odyssey. Er macht den Tanzen ganz alleine hier. Und ich weiß, möchte ich gerade eine kleine Trinkpause machen. Genau. Ist ja nicht hier oft hier. Ich hatte jetzt schon keine Lust mehr. Natürlich hatte er jetzt schon keine Lust mehr. Nein, schau mal, wie fies das ist. Hier, ja, das ist einfach nur gemein. Ja, das ist einfach nur gemein. Genau. Das wissen wir alle. Nein. Doch. Oh. Ein Grenzen Mitleid. Ja, oder auch zwei. Nein. Jetzt hast du die Aufnahme vom letzten Mal, ich glaube, also, da ist immer gelbe Münzen, kannst du knicken, wenn ich mit dem Band in der Welt bin. Dong, 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 Pikong, dong, 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 dong. Nein, nein, oh, ah, ah, wie. Exakt, das denke ich mir auch gerade so. Ja. Ich sag ja, oder? Das. Nein. Doch. Ja, aber nicht. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Oh. Ja, ich hab's verstanden. Direkt jetzt mal verkackt. So, erstmal eine ranstellen. Also hin. Ich hab nämlich ziemlich viele Räder. So, und jetzt hier, ja, gut. Super. Super, warte mal. Nein! 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 Bitte lass mich da rauf. Ich hab da oben einen Mond. Lass mich hier rauf. Ich hab hier mein Mond. Du willst es mich nicht, diese dumme Plattform. Okay, Notenjagd, Drehraum. Also, ich bin erbärmlich, kann das sein? Ja. Ah! Muss ich das Ganze jetzt nochmal von vorne machen? Nein, ich habe ja Mond eingeladen. Ich finde es ganz vielleicht trotzdem, ja. Unfreundlich. Ja, braver Stachel. So, Ei! Ey! Ey! So. Bin ich nicht gut? Ist mir relativ egal. Finde ich nicht gut. Lass mich doch bitte alleine! Ein scheiß Problem. Ich hab keine Lust mehr. Ich bin müde. Ich will mein Bettchen. Ich will mich um die Katze kümmern. Mach das nur noch. Ich will Zelda Wind Waker spielen. Ich will Forts spielen. Und was muss ich spielen? Odyssey! Also nicht, dass Odyssey ein schlechtes Spiel wäre, aber ich bin so schlecht und ich hasse diese Welt. Und, ich glaube, ich fange jetzt nicht mal neu an, weil ich bin mit dem Controller hier an den Tisch gekommen und das hat dann ZL gedrückt, mitten in der Luft, und deswegen bin ich abgestürzt. Also, wir halten fest, es gibt bessere Spieler, das gebe ich zu. Ja, so. Das ist ja auch nicht schwer. Ich muss er ließen. Ja, ich muss das wissen, glaube ich. Ich muss er ließen. Nein. Also, wer mich nicht in real life sieht, nicht wundern, wenn ich psychisch noch mehr gestört bin als sonst. Nicht so toll. Ui. Zack. Oh. Nein. Funktioniert. Oh, der. Ich will doch nichts als diesen blöden Dungeon hier fertig zu kriegen. Aber dafür kriegt
ja, nicht ganz von fertig, aber... David! Mach doch mal was! Ramm mir von hinten ein Messer in den Rücken oder sowas. Schade, dass wir nicht im Stream sind. Wer es dann macht, ist der irgendwie deutlich lustiger. Wieso? Ja. Ich wollte direkt im Stream die Polizei vorbeikommen. Ja. Mit Haft. Ist auch super. Die größte Ende vom Stream, mein Rat. Weißt du, was super ist? Wenn du bei deinem Freund anrufst, der YouTuber ist, und bei der Polizei anrufst, ein SWAT-Team zum Haus von einem Freund schickst als Prank und der ist gerade auch YouTuber und ist gerade am Streamen. Ja, gut. Stell dir vor. Au. Gemeinheit. Ich hoffe nur, dass wieso muss man das eigentlich nochmal machen? Ich bin ein Huftier. Wieso muss man das nochmal machen? Okay. Das muss ich nochmal machen. Ich muss das noch 10.000 Mal machen. Nein, wieso? Weil ich es immer noch nicht geschafft habe. Du bist Kind. Ich bin aber entschlossen, es trotzdem noch fertig zu kriegen. Und? Es ist wie in Super Mario Galaxy in diesem Clip-Clap-Dings da. Clip-Clap-Dings da. Das ist wie damals aus so einem Luma geklickt haben. Nur, dass das irgendwie witzig war und seinen eigenen Charme hatte. Und das hier ist einfach nur deprimierend. Ja, da hast du recht. Da hast du in der Tat recht. Das ist rosa. Ich finde rosa ist in sag nichts gegen ungesund. Die Farbe rosa. Ich sag nichts gegen die Farbe rosa. Das magst ich sage du nicht. Rosa ist die Farbe. Gehört zu den Farben, die in zu großer Menge ungesund sind. Wie können Farben in zu großer Menge ungesund sein? Ganz einfach, sie töten dich gerne. Das war knapp. Das war nicht gut. Ja, aber das ist nicht einfach. Das gibst du. Das ist nicht einfach. Ja. Schön, dass du es begriffen hast. Ich hab's längst begriffen, mein Lieber. Diese Farbe. Und dann auch noch diese blöde Mechanik an sich. Ja, es gibt so Spiele, da kannst du stundenlang failen und es macht immer noch Spaß. Ja. Und siehe Zelda, ja, du läufst und failst und überhaupt alles ist scheiße, aber du freust dich trotzdem und tanzt trotzdem noch durch die Wiesen wie die Feenprinzessin höchstpersönlich. Genauso wie er da. Ja, bin ich mal zu ihm gekommen, war er gerade beim selber erspielen genauso. Ja? Was? Ja. Er labert gerade völlige Scheiße. Du bist zu Baum gerannt und hast Elektropfeile aus Bäumen geholt. Was? Um dann damit einen neuen zu besiegen, also zumindest zu versuchen. Tschüss, da war was. Von dem ich schon wusste, dass der neune. Leunen sind ja in Zelda die härtesten Gegner. Richtig, ah ja, ich erinnere mich daran. Der Endkampf ist nichts. Also ich habe den Endkampf nicht gespielt, weil ich bin halt doof. Aber... Eigene Erkenntnis? Ja. Beste Sache. Erste Sache so. Besser. Ich habe beschlossen, ich bin zu unwürdig, das Ende von Zelda Breath of the Wild zu erfahren. Yes. Das sieht man, das ist auch sehr schön zu beobachten, wenn man dich hier beim Spielen sieht. Ja, wisst ihr direkt warum. Exakt. So. Der häufigste Kommentar, die häufigste in den Fragen gestellte Frage, in den Kommentaren gestellte Frage wird sein, warum bist du so dünn? Also Leute, schreibt alle in die Kommentare. Hashtag, warum bist du so dumm, Kind? Hast du keine Bildung? Ja, genau. Die zweite wird sein, wieso hast du deinen Controller anpassen lassen? Die dritte Frage wird sein, was machst du im Gamercodes-Team, du dummer Spasti? Ja, das hängt damit zusammen, dass ich in zum Beispiel Strategiespielen relativ gut bin oder in Survival-Spielen, aber halt nicht hier! Aber da muss man auch survivalen. Ja, survivalen kann ich auch ganz gut. Nee, aber da vernippelst du immer das Survival. Was ist so witzig, weißt du, die Katze, die bei uns ist, wissen, dass sie gerade schläft, die mal kurzzeitig aufwachen, dann streichelt ich sie kurz, sie miaut kurz und tut dann wieder in den Tiefschlaf versinken. Dann kann neben deine Turmbombe explodieren, sie stört das nicht weiter. Nein, mach nicht Lärm. Man weiß ja nie. Also,
Folgendes. Kann ich bitte jemanden töten? Nein. Okay. Unschuldig. Finde ich auch. Lamenta der ist da. Nein! Hast du das Ganze nicht mal gemacht? Ich hab das Ganze. Ich bin schon weitergekommen, ja. Aber. Und wieso machst du das gerade nochmal? Musst du es nochmal machen? Ja klar, ich bin schon weitergekommen, aber geschafft habe ich es noch nie. Okay. Ich habe nur diesen einen mit den Noten geschafft, ja. Aber. Was da drin war? Ja, da haben wir ja den Mond bekommen. Achso, ja, das Ding ist NMS, genau. Es war nicht der Hauptmond, das Ding ist nur. Das bekommst du hin. Ach du Heilige, es wird sofort. Es bringt kann es gar nicht. Es ist egal, meine Finger krampfen und es wird mir Hilfe schaden. Der Controller verschwitzt gerade. Siehst, das ist kompliziert. Hier kannst du wieder haben. Das machst du. Bitte. Und du bist wieder jetzt. Der! Danke. Der hat dann fast von mir aus den Kampf. Ich bin so verzweifelt! Deprimiert, verzweifelt. Das Spiel ist ab 6 Jahren. Ja. 6-Jährige bekommen das besser hin als wir. Ich würde lieber Dark and Light spielen oder was auch immer man gerade so spielt, wenn man gerne Survival-Spiele spielt. Da! Tuhu! Das wäre gut. Ja, gut, gut, gut. Konzentrieren. Das war alles gerade. So, komm. Das bekommen wir jetzt hin. Picknick. Und wenn das letzte etwas mal hier auf diesem Planeten tun werden, bekommt dieses Super Mario Odyssey Level hin. Jawohl. Nein, das machst du. Das. Ich hasse es, wenn man so hängt, weil das zieht sich ja nicht schnell hoch, sondern der. Braucht Stunde dafür, ja. 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 Ich meine, der kann sich bei allen zeigen lassen. Bei allem. Aber nicht dabei. So. Okay, vor allem, so ein Treffersuch und nach dem Treffersuch gehen wir wieder raus und das heißen auf dem Mond, weil wir noch genügend andere finden werden. Nein. Hoffentlich. Ich weiß auch nicht. Ich hab zwar keinen Spaß an der Sache, aber aufhören will ich auch nicht. So. Weil sonst müsstest du das am Ende alles rauskarten und du machst mir viel mehr Arbeit. Ja, das macht mir auch Spaß. Okay. Dann cutten wir es ab jetzt raus, bis er es hinbekommt. Nein, wir cutten es nicht raus. Wir cutten nichts raus. Bis ja gut, bis gleich, Leute. Tschüss. Weil du es hinbekommst. Drei, wenn es hinbekommen hast. Und dann hole ich mal zwischenzeitlich neue. Also. Genau, das ist der Plan. Warte mal, nein, ich mache es einfach so. Wenn ich hier einfach die Münzen hole. Auch ein. Ja, aber stell dir vor, hier oben, da wird es wirklich Game Over geben, Spiel. Huch. Ja. Sag mal froh sein, dass es keinen richtigen Game Overs gibt. Und auch wenn deine Münzen leer sind, nicht? Was passiert, wenn deine Münzen? Wenn wir keine Münzen mehr erst dann tun, aber das wird nie passieren. Es gibt so viele Münzen. Hm. Nee. Doch, ich schaff alles. Ich hab genügend Münzen am Vorrat, vertrauen wir. Das darf nicht mehr durch. Ich kann nur 170 mal sterben. Ich glaube, den Teil werde ich ab jetzt einfach ein Schnelltreffer wiedergeben. Bis du es schaffst. Das ist eine geile Idee. Ah. Okay. Also, ich helfe. Es kommt immer weiter, aber es wird. Noch eine Länge. Sehr schön. Warte mal. So. So. Blöd ist, man hat auch Cappy nicht, ja? Man kann sich nicht mal anschauen, wie das Teil über seinem eigenen Kopf rumfliegt, während man steht. Das ist total deprimierend. Ich fühle mich so allein und verlassen. Das geht dann leid. Ich weiß nicht. Aber siehst du, was ich meine? Der hängt dann so blöd da dran, wenn man es nicht direkt geschafft hat, da hochzuspringen. Und dann ist er so ein einfaches Opfer. Wenn du es noch ein paar Runden probierst, so ist immer das Beste cool, ja. Ja. Einfach vorbei mit dem Pendel gehen. Ja, ist okay. Wie lange hast du morgen Zeit?
ich, keine Ahnung. Aber ich muss noch Zeit bleiben, den Mittagsschlaf zu tätigen. Aber sonst. Ich kipp den Kleid wieder da. Und trotzdem ist es wieder ein bisschen nach dem Lutz. Nein! Dein Stuhl. Nein, doch, ich setze mich auf meinen Stuhl. Und nur wenn du das probierst. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Ist ja auch quasi. Ja. Und Frau Kaiser ist ja auch noch hier. Geh hoch. Okay. Ja, endlich, Leute. Geht doch.
Also, es gibt Schlimmeres. Ah. Es ist mir echt schwer gefallen, zwischenzeitlich die Motivation aufrechtzuerhalten. Es ist, als wäre man in GTA stundenlang daran immer wieder an derselben Mission gesessen und wäre immer wieder direkt vom Ziel erschossen worden oder was weiß ich. Aber gut, endlich. So, raus hier. Mondehammer. Supi. Ja, ich hab's. Dann kannst du dann das. Ja, ich will aber. Nein. Ja. So, dann setzt du uns wieder so irgendwie gewollt und du hast es endlich geschafft. War ein Krampf, ne? Also, meine Finger krampfen nicht, ne? Na dann, Lisa. Eigentlich immer, aber diesmal nicht. Ist alles gut. So. Ich wollte gerade sagen, 20 Minuten Aufnahmezeit hieß, das ist ein bisschen viel. Aber ich bin es eingefallen, dass wir den Teil etwas neu liegen, wo du es probiert hast und nicht hinbekommen hast. Dementsprechend haben wir jetzt ja noch so 2-3 Minuten für diesen Part. Den versuche ich bald umzuhauen. Und das ist ja pures Pest. Was hier oben zum Beispiel ist, auch nicht dauert. Dann haben wir beispielsweise eine Midway Flag. Und. Hui. Die ist da machen wir kaputt und. Frage, sind die hier? Wir sind ein riesen. Etwas. Steingeklüpse. Oh oh. Da kommt irgendetwas. Das ist Fleisch. Das ist Fleisch. Ja, und ich glaube, wir kommen. Boss. Was mich ein bisschen irritiert, wenn der Boss jetzt mitschleppt. Die Frau ist nicht mal mit, ist nicht mal ohne Fleisch, rein physikalisch flugfähig, gell? Ja. Also, das Hummel ist nichts dagegen. Also. Und fehlen noch 3 Monde, wenn das jetzt schon das Endboss-Level ist, wo wir hier gerade sind. Von dieser Welt. Bin mal gespannt, da kommen wir im nächsten Part zu den auf. Hier oben ist einfach der Multimode. Moden zu. Holla, die Waldfee. Ja, gut, da müssten wir einfach nichts erledigen, sondern haben den einfach mal bekommen. Irgendein Haken ist dabei. Irgendein Haken ist weil dabei. Weil die senken und nichts. Und du bist wieder. Ja, man merkt es hier dran. Der ist ein bisschen verrückt. Saatens Freude ist die beste Freude, das heißt immer so schön. Wir sind übrigens immer noch in diesem seltsamen Dings-Outfit. Ja. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht wunderschön. Genau. Was? Upsala. Den Magma-Pfahl hinauf. Das ist ein Weg, den wir noch vor uns haben. Und das machen wir im nächsten Part von Super Mario Odyssey. Mach's gut, bis dahin und ciao!